Wird Donald Trump ihnen Gewinne bringen? Schauen wir mal. In dieser Rubrik unseres Programms betrachten wir Donald Trump, den US-Präsidenten, als einen Anlageberater. Wird er ihnen Gewinne erwirtschaften oder Verluste anrichten? Auf diese einfache Frage versuchen wir, eine einfache Antwort zu geben. In der letzten Zeit versucht Donald Trump, die amerikanischen Steuern zu senken. Es ist gut für die Märkte und wahrscheinlich für ihr Portfolio auch. Wer will denn mehr Steuern zahlen? Ist es gut für die Wirtschaft? Falls Staatsausgaben nicht reduziert werden, könnte es Inflation ankurbeln. Wie steht es mit dem Obamacare? Trump hat versucht, den Gesundheitsschutzplan des vorigen Präsidenten im Senat und im Repräsentantenhaus ändern zu lassen. Es hat aber nicht geklappt. In diesem Monat bleiben nur zwei Fragen auf der Tagesordnung stehen. Ob die Steuersenkungen sie fördern oder stören werden. Sie werden sie fördern. Werden sie durchgesetzt? Werden. Hoffentlich in einer oder anderen Form, höchstwahrscheinlich ja. Die erhöhten Verteidigungsausgaben können gegebenenfalls die Gewinne aus der Steuersenkung zum Teil ausgleichen. Und wenn Staatsgelder nicht ausreichen werden, wird die Inflation zunehmen. Während internationale Spannungen für ihr Portfolio von Nachteil sind, sind die Steuersenkungen von Vorteil. Ist Trump ein Wirtschaftsgenie? Können Sie sich auf ihn in Geldsachen verlassen? Der Dow Jones Industriedurchschnitt liegt bei 23.000 und ist seit 2008 stets auf dem Vormarsch. Im Jahr 2008 lag er bei 6.000 oder 7.000 und zog bis derzeit 23.000 durchgehend an. Insbesondere im Hinblick auf die internationalen Spannungen würde ich Ihnen bei diesem Preisniveau zur Vorsicht raten. Ich würde es nicht wagen, all meine Chips auf den Tisch zu werfen und Trump meine Karten spielen zu lassen. Es wird zur Vernunft gemahnt. Die Zeit für diese Ausgabe des Anlageberaters ist leider um. Ich bin Ihr Moderator Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Dokascope TV. Merken Sie sich, Geld kann sich um Sie kümmern, aber nicht um sich selbst.